Derzeitige Trends im Baustofffachhandel sind sicherlich ökologische Baustoffe, wenn auch noch in einem ganz kleinen Rahmen. Aber auch die Frage nach CO2-neutralen Baustoffen kommt hier auf und dem versuchen wir hier Rechnung zu tragen. Wir haben ja hier oben eine Schulung durchgeführt. Da geht es darum, dass unseren Mitarbeitern und Verkäufern nahegebracht wird, was der neue CO2-neutrale Zement zu bedeuten hat, wie er hergestellt wird und was für Vorteile er für Kunden bringt, die den bei uns erstehen. Also wir haben uns für den EcoPlanet Zero entschieden, da wir am Markt ständig auf der Suche sind nach Produkten, die dem Zeitgeist entsprechen, die was für die Umwelt tun und zum Beispiel in diesem Falle eben CO2-neutral sind. Und als die Holcim auf uns zukam, dass sie einen solchen Zement herstellen, haben wir ohne lang nachdenken zu müssen gesagt, jawohl, das machen wir, das probieren wir. Wer das nicht tut, wird sicherlich in der Zukunft ein Problem am Markt haben. Resonanz auf diesen Artikel, den wir hier anbieten, ist unterschiedlich geteilt. Das hängt aber damit zusammen, dass wir verschiedene Kundenkreise haben. Wir haben einmal den Unternehmerkunden, der sehr kaufmännisch denkt. Die andere Gruppe, das sind die Privatkunden, die auch nicht diesen riesigen Bedarf haben und die dann schon mal überlegen, sagen, jawohl, ich kann was für die Umwelt tun, CO2-Bilanz, auch wenn das etwas teurer ist, das Geld gebe ich aus und habe ein gutes Gewissen. Die Berechnung des CO2-Gehaltes des EcoPlanet Zero Sackzements basiert auf Ökobilanzen nach DIN N 15804. Nicht vermeidbare CO2-Emissionen werden beispielsweise durch den Erwerb von More Futures-Zertifikaten kompensiert. Mehr Informationen zu EcoPlanet Zero finden Sie auf www.holcim.de/ecoplanet.